Herr Greif, Ihre Werte haben sich ein bisschen verändert. Ja, besonders in die Entfernung sieht er schlecht. Ja, stimmt, da hat's etwas nachlassen. Der sieht mir ja keine Verkehrsschilder mehr. Naja, nachts vielleicht. Ein bisschen. Gerade nachts, da ist ganz schlimm, besonders wenn es regnet. Das kenne ich aber auch. Und dass dann Ihre Frau fort, Herr Greif? Mich lässt er nicht. Da kann ich machen, was ich will. Gell? Gut, dann schauen wir uns jetzt mal Verfassungen an. Also ich hätte gern etwas Buntes probiert. Oder eine mit Tigermuster. Gerne. Ich kann mir bei Ihnen auch so ein bisschen was Verrücktes vorstellen. Oder was Kräftiges. Na, nichts Kräftiges. Das macht sein Schädel nur noch markanter. Oder was Rundes. Magst du ausschauen wie ein Uhu? Haben Sie nichts Schlichtes, Randloses? Ach, bestimmt. Ach, Frau Greif, wir haben gerade vorhin die Sonnenbrillen noch mal runtergesetzt. Da sind aber sehr schöne dabei. Wollen Sie mal schauen? Weil Ihr Mann und ich, wir brauchen hier nur ein bisschen. Sie, das ist eine gute Idee. Aber bitte schön, Sie rufen mich sofort, wenn Sie was gefunden haben. Na klar. Jetzt höre ich wieder. Also, eine bunte Runde. Ich habe schon mal gedacht, wenn ich neben meiner Frau im Auto sitze und dann rechts an einem Baum fahren würde. Was Rotes? Aber der Airbag. Oder was Italienisches? Das Problem ist der Airbag. Und ich bringe es nicht übers Herz, den zu manipulieren. Aber jetzt, wenn ich vielleicht meine Frau jetzt wieder scharf sehe. Sind Sie sicher, dass Sie eine neue Brille wollen? Das muss sein. Ich sehe ja schon die Tür nicht mehr scharf. Geht es Ihnen auch so? Ohne Brille nimmt die Fantasie zu. Ja, schon. Und bei Ihnen? Wer ist das so? Mein Chef. Und irgendwelche Vorlieben? Auch Auto? Eher Brieföffner. Oder was Giftiges. Der trinkt gern Cappuccino. Oh. Manchmal weiß ich gar nicht, wie es schöner wäre. Aber mit dem Auto rechts am Baum ist auch super. Frau Nader, Sie sind jetzt meine Baumschwester. Baumbruder. Schau, wozu ich mich entschieden habe. Sachlich, farblos, schlicht. Ja, die passt. Und auch noch günstig, die nehmen wir. Mein Freund hat auch so eine. Dem gehört übrigens Autowerkstatt, Herr Greif, falls Sie mal ein Problem haben. Ah ja. Ja, jetzt, wo ich wieder richtig sehen kann, fahren wir in Urlaub. Oh, das wäre aber schön. Nach Wismar? An die Ostsee? Nein, Frau Nader hatte ein paar sehr hübsche Tipps. Wir fahren in unserem nächsten Urlaub in den Bayerischen Wald.